Die alte Platte ist kunststoffbeschichtet und stark verschlissen. Kratzspuren und eingebrannte Essensreste machen die Küchenplatte hässlich und vor allem unhygienisch. Deshalb will Jutta Esser die Platte so schnell wie möglich loswerden. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und fühle mich in der Wohnung eigentlich sehr wohl. Aber ich habe die Küche von meinem Vormieter übernommen und ja, die Arbeitsplatte ist halt ein bisschen verhunzt. Ich würde vorschlagen, wir tauschen die einfach komplett aus. Ist das nicht so großer Aufwand? Nee, der Aufwand ist nicht sehr groß und außerdem, also da kann man nichts mehr dran reparieren. Zuerst bauen Jutta und Nadine das Ceran-Kochfeld aus. Nadine hat nicht vergessen, vorher die Sicherung auszuschalten. Als nächstes kommt die Spüle an die Reihe. Das sieht jetzt aber schon etwas kompliziert aus. Nee, das ist auch kein Problem. Wir müssen nur die komplette Wasserzufuhr abdrehen und dann können wir auch die Spüle einfach rausnehmen. Nadine dreht den Wasserhahn fest zu, um sich gegen nasse Überraschungen abzusichern. Den Silikonrand darunter müssen wir lösen, damit wir die Spüle rausnehmen können. Dazu nehmen wir einfach einen ganz normalen Cutter. Nach 5 Minuten ist die Spüle ausgebaut. Die Handwerkerin hat im Baumarkt eine Buchenholzplatte gekauft. Kostenpunkt 180 Euro. So, Nadine, und jetzt müssen Sie das alles ausmessen? Nee, das machen wir uns viel einfacher. Man kann das natürlich alles nachmessen, aber wir nehmen die alte Platte und legen die auf die neue als Schablone. Zeichnen das mit Bleistift nach, ist viel einfacher. Super Idee. Beide benutzen die 2,70 Meter lange und 80 cm tiefe Platte als Muster. Die Flächen für Kochfeld und Spüle zeichnet Jutta mit dem Bleistift nach. Es gibt aber auch noch eine andere Methode. Wenn wir jetzt nach Maß gearbeitet hätten, hätten wir auch die Spüle als Schablone nehmen können. Wenn wir die Spüle anzeichnen von außen, müssen wir darauf achten, dass wir ungefähr 1,5 cm weiter nach innen sägen. Weil wenn wir außenrum sägen, würde die Spüle ja durchfallen. Oh, da müssen wir aufpassen. Bevor die beiden sägen, bohrt Nadine an den Ecken der angezeichneten Flächen Löcher in die Platte. Nadine, wollten wir jetzt nicht hier sägen? Warum bohren Sie denn da jetzt Löcher rein? Wir bohren die Löcher, damit wir gleich mit dem Sägeblatt da eintauchen können, damit wir hier rumfahren können. Bevor wir jetzt lossägen, müssen wir noch darauf achten, was wir hier für ein Sägeblatt eingespannt haben. Ich habe jetzt hier ein gegen den Stoß gezahntes Sägeblatt. Das ist ganz wichtig, vor allem bei Pressspanplatten oder bei kunststoffbeschichteten Arbeitsplatten. Weil die Zähne zeigen nach unten und dann bricht maximal das Holz nach unten aus. 3 Sägeblätter kosten im Fachhandel knapp 7 Euro. Jutta sägt mit der Stichsäge genau auf den angezeichneten Linien. Dann wollen wir mal schauen, ob das passt. Perfekt. Ja, super. Dann können wir das jetzt so lassen, oder? Nee, das müssen wir noch mal rausnehmen. Das ist ja unbehandeltes Naturholz. Das müssen wir noch behandeln. Und zwar mit Leinölfirnis. Nadine und Jutta reiben die Küchenplatte 2-mal kräftig mit dem Naturprodukt ein. Der Vorteil? Es ist lebensmittelecht und lange haltbar. 1 Liter kostet rund 6 Euro. Auf die Abschlussleisten aus Buche streicht die Handwerkerin Silikon. Die Leisten klebt sie fest an die Wandkanten an. Hier noch einmal die wichtigsten Tipps. Die alte Arbeitsplatte als Schablone benutzen. Dadurch kann man die benötigten Flächen für Spüle und Herd nachzeichnen. Verwendet man gegen den Stoß gezahnte Sägeblätter, kann das Holz nicht nach oben ausreißen. Mit der Stichsäge genau an den Linien sägen. Die Küchenplatte mit Leinölfirnis einreiben. Es ist giftfrei und lebensmittelecht. Sie hatten recht, Nadine. Das sieht richtig toll aus mit dem Holz. Hygienisch ist es jetzt wieder und Sägen habe ich dabei auch gelernt. Genau das ist das Wichtige. Das richtige Sägen, dass man genau arbeitet. Und wenn man sich einfach mal traut, das zu machen, kann man auch richtig viel Geld sparen. Nach 4 Stunden ist die Küche wieder gepflegt und hygienisch. Die Materialkosten liegen insgesamt bei knapp 200 Euro.